Ja, Aluna und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergfürst. Ja, heute werden wir uns noch einmal an die Prüfung, an die Inselprüfung gegen Myla wagen. Ja, machen wir es doch direkt. Von Route 9 begeben wir uns jetzt hier mal ganz schnell zur Inselprüfung. Die Pokémon auch ordentlich trainiert, richtig schön gelevelt. Na, richtig schön ist ein bisschen untertrieben. Ich habe so mal ein paar Level erweitert. Ja, dann wagen wir uns mit dem neuen Pokémon, das ihr gleich sehen werdet, in die Prüfung. Ja, auf geht's. Hab ich ja gleich noch genug Zeit, um darüber zu reden. Inselprüfung, los! Gut. Du hast also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden. Okay, das werde ich jetzt noch nicht vorlesen. Das habt ihr im letzten Part gesehen. Los geht's mit dem Kampf. Den Text kennen wir auswendig. So. Und da hat der letzte Part aufgehört. Bei Verlust dieses Kampfes. Inselkönigin Myla fordert dich heraus. Myla setzt nasgenäht ein. Und unser neuer gefangenes Pokémon ist Ben. Ein Pichu. Dass ich irgendwann mal zu einem Pikachu hoffentlich entwickeln werde, wenn es nicht stirbt. Strauchler. Das ist keine Pflanzenattacke. Das ist schon mal gut. Weiter so. Steinhagel. Okay, das hat sich. Ja. Ich dachte nicht, dass es so schwach ist. Gut. Aber ein Biss. Vielleicht kann John es ja rächen. Und es sollte im Bereich des Möglichen sein. Nochmal Biss. Muss mich jetzt konzentrieren. Tränke habe ich genug. Beleber auch. Ich hoffe, das wird jetzt was beim zweiten Versuch. So, hopp, langsam aber sicher. Okay, das ist eine sehr effektive Attacke. Muss aufpassen. Muss ganz vorsichtig sein. Und zack, hier noch einmal Biss. Oha, Vorsicht. Schon ist paralysiert. Kann eventuell nicht angreifen. Auch tut es. Na komm, komm, komm. Und bis. Pikachu gereicht. Nein, Pichu. Pikachu leider noch nicht. Gut, haben wir das Team wieder vollständig. Können wir es wieder beleben. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Wolverong. Kannst du noch. Oh, Setkraft gegen Setkraft. Wolverock erhöht sich in Setkraft. Okay. Und was ist die stärkere Setkraft? Das ist hier die Frage. Ich hoffe nicht seine. Aua! Fischmesser. Nein, nein! Tatsächlich schon. Er hat mich besiegt. Versuch's mal mit Manny. Eine halbwegs reelle Chance. Steinwurf. Okay, ja. War klar. Manny wurde besiegt. So, Lea. Wir müssen jetzt mal einen Beleber einsetzen. Hängt jetzt heute irgendwie alles an John. Habe ich so das Gefühl. Steinwurf, ja, mach das. Das will ich jetzt mal nicht mit. So, Robin. Einmal ins Krank. Ja, sind halt noch nicht wirklich perfekt trainiert. Jetzt haben wir dafür noch irgendwann mal die Möglichkeit, mal einen Trainingspart einzulegen.
Ich hoffe es nur. Ein John wird verhält. Ich bin sehr dankbar, okay. Oh, kann der sogar noch was einsetzen? Ich würde nicht drauf wetten, aber... Vielleicht. Nein, hat sich. Wollte sie jetzt einfach mal sein von ihm, aber... Vielleicht kommt er später noch dazu. Los geht dein bestes John. Muss doch möglich sein. Komm, hältst du aus. So, Mega-Attacke. Quatsch. Setzkraft. Verwechsel das immer. Super. Setzkraft. Dynamische Massivflamme. Power. Ich verliere es. Mach es fertig. Okay, das sieht nicht gut aus. Schnell mal heilen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hypertrank. Was? Ruf's zurück. Komm. Mach keinen Scheiß. Seh die Mantur. Was soll denn das werden? Bis auf den Stein, okay, ja. Nicht gerade die beste Idee. Wenn ich jetzt noch mein... Wie hieß er? Nachts hieß er, glaube ich, mein Nachtsmütz dabei hätte. Ich glaube, das wäre etwas besser. Ach. Ja, komm. Wird doch wohl im Bereich des Möglichen sein. Komm, du schaffst das! Komm, wir kriegen das hin. Ich weiß, es ist schwer, aber... Vor allem bei dieser Attacke. Irgendwie muss es ja machbar sein. Und John ist dir sehr dankbar, ja. Sei mir gerne dankbar, aber mach das bitte, während du kämpfst. Nitro-Ladung vielleicht? Alles klar. Angst. Das Ding ist ganz schön zäh. Ich hoffe, wir schaffen das. Komm! Los, John, streng dich an! Kämpfe für dein Team. Ja, auf ihn. Irgendwann später. Was willst du denn mit deinem Steinwurf? Hypertrank, nicht mehr viele da. Einer, um genau zu sein. Komm, sei doch nicht so unfair. Ja, was soll ich denn machen? Versuchen mal ein Biss einzusetzen, aber... Ja gut, Was soll ich denn machen? Los, Ben. Ist jetzt nicht wirklich... das Beste, also... Ja, ich bin eh tot. Los. Mach. Danke. Ein dritter Versuch ist incoming. Ja, blablabla. Los geht's. Versuch Nummer 3. Inselkönigin Meiler fordert dich heraus. Nas genäht. Okay, das werden wir doch wohl irgend hinkriegen. Komm, das ist doch machbar. Haben schon viele von uns geschafft. Mach mich stolz, Pichu. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit, mich stolz zu machen. Ben, aber trotzdem danke. Ich bin tot. Perfekt.
Wanderer der Weg lang, Richtung unsere Herausforderung. Chance ist sehr, sehr gering. Ich steige trotzdem in den Ring. Versuch Nummer 4. Nummer 4. Das ist eine harte Nuss. Ein harter Brocken, sozusagen. Auf geht's. Weiter so. Okay. Oha! Hoffnung durch Pichu? Nein, wäre ja zu einfach. Los! Staubner! Das bringt aber was. Ich hätte vielleicht einen Trank einsetzen sollen. Dafür verschwinden, aber okay. Nass genäht ist zurückgeschreckt. Okay, das ist gut. Oh, Wertattack ab. Das sieht gut aus. Donnerwelle. Ja, mach ruhig. Paralyse hilft dir nicht. Sieht gut aus für diesen Kampf. Super Trank. Och nein. Ich war so gut dabei. Paralyse kann ich angreifen. Ja, und schon geht's den Bach runter. Ja. Schon sind wir wieder am Arsch. Hat so gut begonnen. Ein paar Sekunden später. Ach nee, nee. Komm, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Verpiss dich einfach. Ich hau jetzt ab. Mach du deinen Pokémon-Kampf alleine. Ich brauche diese scheiß Insel-Herausforderung nicht. Hab keinen Bock mehr. Tschüss. Einfach ohne Worte. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach die Schnauze voll. Mein Team zu inkompetent. Die Gegner zu stark. Wie viele Versuche soll ich dafür noch brauchen? Ja, finde ich lustig.
Passiert sowieso nicht. Hast du fein gemacht. Ein Magnet erscheint. Pikachu los. Mäh. Sitzt doch sowieso wieder heiler ein. Mal sehen. Nein. Jo, ich hab mir mal gedacht, das Leben ist nicht fair. Wenn die unfair kämpft, dann kann ich auch unfair kämpfen und habe mir das Ash Quaiutsu aus der Box geholt. Das wollte ich sowieso demnächst mal rausholen. Tat jetzt beim, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr mitgezählt, ab 25 habe ich aufgehört. Das endlich mal gewonnen mit Ash Quaiutsu. Ich habe jetzt gesagt, irgendwann nach dem 10. Versuch habe ich dann gesagt, scheiß auf Redlock, ehrlich. Manchmal muss man auch mit unfairen Mitteln kämpfen und ja. Weitgehend ist ja alles legal, also habt euch mal nicht so. Quaiutsu habe ich ja auch legal in dem Spiel gefangen, in der Demo-Version. Einfach großartig. Zwergfürst gewinnt 4.320. Pokédollar und geht siegreich aus diesem richtig dolle Seelenkampf gegen die Inselkönigin hervor. Erst wenn man seine eigene Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller erstrahlen. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier dieser Z-Kristall vom Typ Gestein, auch Petrium Z genannt, ist für dich. Ja geil, endlich habe ich es geschafft. Zwar nicht ganz so, wie ich es gedacht habe, aber... Ja komm, was ist schon, so wie ich es mir denke, große Prüfung bestanden. Du erhältst den Z-Kristall Pentium Z. Pentium Z wurde in der Z-Kristall-Tasche verstaut. Die Z-Kraft holst du dir aus Gestein-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin auf den Hüftschwung und die richtige Stärke, kommt es an. Okidoki. Setze die Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff. Besonders gut im Angriff. Sowie besonders gut im Angriff. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich musste das schmerzhaft mit erfahren in den letzten Minuten. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen.
Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm ja das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemanden wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in Ruinen wie diese hier nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufala als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier anwagen. Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. Inselkönigin Maida, ich bin Stali aus Lilly. Und ich möchte gerne gegen dich kämpfen. Oh, Zwergfürst. Ein Typ von der Eta Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanno-Hanno-Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Eta Foundation, ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Zwergfürst. Wenn du dich gleich auf den Weg machst, solltest du mit Glurak nach Kantai City fliegen. Im Dimensionsforschungsinstitut vorbei musst du dann nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanno-Hanno-Resort zu gelangen. Die Eta Foundation? Ach so. Ich denke, ich bleibe hier und sehe mir Talis Pokémon-Kampf an. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch ich weiß jetzt ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Nehmen sind. Oh ja, meine Pokémon sind richtig hart im Nehmen. Aber richtig. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein Opi, Hala. Aber ich gebe trotzdem das Beste aus Abertus und dann anderen heraus. Okay, das habe ich bestimmt falsch vorgelesen. Das ist heute auch nicht mehr mit drin. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigin. Spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönig Haller bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. So, und wir machen uns jetzt ganz schnell weg von hier. Ich möchte jetzt nicht wirklich in eine neue Herausforderung geraten. Also, schnell Glurak nach Kantai City. Schnell weg von diesem schlimmen Ort hier. Die Prüfung war schlimm genug. So, Pokémon schnell mal aufladen. So, hier seht ihr mal meine Pokémon, die ich mir neu rausgenommen habe. Ja. Mit dem Team wollte ich kämpfen. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Wir sehen uns bald wieder. So, ich guck mal kurz. So, okay. Ich habe mir jetzt folgendes Team zusammengebastelt. Das widerspricht zwar ein bisschen den Regeln, aber ich habe jetzt hier Ben natürlich mit John. Das bleibt natürlich ja stehen, die Partnerschaft hier. Robin mit Manny hat jetzt einen neuen Partner gekriegt. Und Lea, die vierte, mit Kwajutsu. Ich wollte sowieso nach der Prüfung jetzt Kwajutsu aus der Demo-Version
aus der Box holen. Ja. Und Fluffy wurde einfach gefeuert. Ich habe jetzt eine Box, da steht gefeuert drauf. Das ist, es war mir jetzt einfach zu viel. Ich kann die Pokémon nicht weiter tragen und ja. Pokémon, die mir halt mehr zur Last fallen, als dass sie mir nutzen, werden dann halt gefeuert. Ist so wie es ist und ja, Max war sowieso schon tot. Das geht nicht, den kann ich nicht mit ins Team reinnehmen. Ja, sprinten wir mal ein bisschen. So. Ich glaube, da war das. Ja, genau hier. Über die Brücke. Hanno Resort.